Im Jahr 2030 ist die Agrarwende vollzogen. Anfang November tagte der Bund für ökologische Landwirtschaft. So, davon wurde berichtet. Haustiere werden bundesweit artgerecht gehalten. Bio breitet sich aus, Insekten summen wieder. So berichteten es drei kompetente Zeitreisende nach ihrer Rückkehr aus dem Jahr 2030. Der Bund Ökologische Landwirtschaft, BÖLW, BÖLF, ließ bei seiner Jahrestagung am Mittwochabend in Berlin eine Zukunftsreise stattfinden. Titel: Wie Deutschland die Sau rausließ, Insekten zurückbrachte und warum die Menschen jetzt gesund essen. Seit 2027 nehmen die Insekten wieder zu und nach dem großen Bienensterben in den 2010er und 2020er Jahren kommt es zu einer Trendwende. Wespen sind die neuen Bienen. Die Beziehungskrise zwischen Menschen und Wespen, die jahrhundertelang gedauert hatte, ist nun beendet und es ist klar geworden, Wespen sind auch Bestäuber. Ich habe einen Bericht gefunden von Antenne Bayern vom 10.07.2018, der 5370 Mal geteilt wurde und wo 2018 inoffiziell zum Wespenjahr erklärt wurde. In dem Artikel finden sich auch ein paar interessante Zahlen, nämlich die Zahl 5000. So hoch kann nämlich das Bußgeld werden, wenn man eine Wespe tötet oder eine Hornisse oder eine Biene oder einen Hummel. Wenn man erwischt wird bei besonders geschützten Arten ist das Bußgeld noch viel höher, zum Beispiel bei den Kreiselwespen oder bei den Knopfhornwespen. Also nach den Knopfhornwespen habe ich auch gesucht, die sind nur so selten, dass man die noch nicht mal im Internet findet. Allerdings habe ich Bilder von Kreiselwespen für euch, beziehungsweise eins. Und das ist die Kreiselwespe. Schaut nicht so drauf. Ja. Und die Kreiselwespe heißt Kreiselwespe, weil sie so schön kreiselt. um nochmal den Unterschied zu sehen zu den Wespen, die bei uns rumfliegen. Ne? In Deutschland gibt es vor allen Dingen die deutsche Wespe. Und die gemeine Wespe. Hier, da seht ihr eine Wespe fliegen. Und ein Glas. Da. Also 2018 war wespentechnisch die Hölle los. Und das liegt daran, dass der Frühling so schön warm war. Deswegen sind ganz viele Wespen geschlupft. Nochmal zurück zur Kreiselwespe. Die Kreiselwespe wird im Schnitt 1,5 bis 2,4 cm groß. Sie lebt am liebsten in Sanddünen. Davon gibt es allerdings nicht mehr so viele, deswegen auch der Rückgang dieser Art. Und was noch hinzukommt, ist, dass sie oft von Parasiten befallen wird. Dazu später aber noch mehr. Ich habe nämlich noch einen interessanten Artikel gefunden zum Thema Wespe. Ist zwar nicht Kreiselwespe, sondern eher die gemeine Wespe, also die besonders gemeine Wespe, muss man schon sagen, von der Seite derwespen.de. Und der Artikel ist vom 10.07.2018 mit dem Titel Schock im Ruhrgebiet. Und in dem Artikel wird darüber berichtet, dass ein 50-jähriger Rentner und Kleingärtner im Ruhrgebiet von einer Wespe totgestochen worden ist. Wie gesagt, ganze Ruhrgebiet geschockt. Hätte er gewusst, Allergiker dürfen Wespen töten, müssen sich auch nicht fürchten vor irgendwelchen Geldbußen, hätte ihm vielleicht geholfen. Jetzt nochmal zu meinem Lieblingsparasiten von der Kreiselwespe, das ist Panopes grandior. Und Panopes grandior ist ein Brutschmarotzer. Der macht es nämlich so. Die Kreiselwespe, die so schön kreiseln kann, aber was sie auch besonders schön kann, ist Höhlen graben, und zwar im Sand.
Und in diese Höhle ist eine sogenannte Bruthöhle, weil sie da ihre Larve reinlegt. Und Panopis grandior, aus der Familie der Goldwespen, tötet einfach die Larve, die unten in dieser Höhle drin liegt, und legt ihre eigene Larve da rein, und die sich dann von der Nahrung der anderen Larve ernähren kann. Und ich zeige euch jetzt nochmal Panopis grandior, weil es einfach ein grandioses Tier ist. Dip, 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 dip. Die glitzert nämlich so schön. So. Seht ihr sie funkeln? Baba.